Hey Leute, willkommen zurück zu Dauntless. Ich bin hier noch mit meinen Repetierpistolen unterwegs, weil wir haben ja noch zwei Quests. Einmal Ostischer Stolz. Da sollen wir die Jagdpatrouilliere, das monströse Randgebiet abschließen. Brauche ich denn dafür auch die Pistolen oder kann ich das auch mit einer Waffe machen? Egal. Ich muss sowieso die Pistolen nehmen, weil. Richte 10.000 Schaden mit ermächtigten Schüssen und Fähigkeiten an. Ich habe erst 1.300. Das kann also noch etwas dauern. Gut, okay. Ansehen bin ich schon Slayer Level 3. Was heißt schon? Waffenmeister Level 1. Ich habe hier und da noch mal ein paar Waffen hochgerüstet. Aber so weit bin ich da jetzt auch noch nicht gekommen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ich spiele das jetzt mit Tastatur und Maus, weil Schießen und Zielen, ne? Wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich da doch die Maus. Gut, und hier haben wir sowas, wie ihr gerade gesehen habt. Wir können uns das mal angucken. Kernbrecher, bronzener Slayer-Kern. Davon habe ich jetzt zwei Stück. Was es damit genau auf sich hat, ist halt die Frage. Wir können, ja, das wird wahrscheinlich sowas sein wie in Anführungszeichen eine Lootbox. Öffnen wir die doch mal. Was haben wir denn hier? Ungewöhnlich. Kern geöffnet. Plus 1 Zelle der Gesundheit. Sind das solche Sockel? Plus 1 Zelle des Sanitäters. Verbessert deine Fähigkeit, Verbündete wieder zu beleben. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Kann ja gleich mal gucken, ob ich die auch irgendwie dann schon ausrüsten kann oder nicht. Plus 1 Zelle der Äthergeburt. Zusatz nutzt. Was? Nutzenzelle. Was für ein Wort. Das ist eine Zelle der Schnelligkeit, Zelle der Mobilität. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, wenn die Waffe weggesteckt ist. Das hier ist. Erhöht die Effekte von Nutzen der Ätherschlote. Okay, also im Prinzip mehr Heilung, oder wie soll ich das verstehen? Gut, dann gucken wir doch immer eben. Können wir denn halt. Jetzt muss ich mich wieder an die Tasten hier gewöhnen. Nein, das war es auch nicht. Stopp. Bin ich denn jetzt Banane? Dann drücke ich halt Escape. Ausrüstung. Da haben wir die Pistolen. Hier. Verschmolzener Effekt. Gut. Dann gehen wir mal kurz zu dem Typen hin, der uns die Quest gegeben hat. Das ist jetzt hier noch so ein bisschen Kuddelmuddel, weil halt Tastatur und Maus wieder. Muss ich mich wieder umstellen. Ja, Repetierpistolenherstellung. Wo kann ich denn bitte. Die Dinger einbauen oder kommt das noch? Ich würde ja mal drauf tippen, dass das noch kommt. Ich kann hier auch momentan noch nichts weiter aufrüsten. Nee, weil wenn wir hier mal kurz Tab drücken, sehen wir schon. Ja, gibt einfache Schüsse mit den Repetierpistolen. Vielleicht hätte ich mir das anschauen, durchlesen sollen, bevor ich das erste Mal wirklich gespielt habe mit denen. Aber okay. Dann rechte Maustaste ist Spezialschussfähigkeit. Ach ja, und mit den einfachen Schüssen, je weiter weg wir vom Gegner sind, desto weniger Schaden verursachen wir. Mit Q haben wir eine Wurffähigkeit. Da gibt es zum Beispiel, je nachdem, welchen Griff wir ausgerüstet haben, ich glaube, wir haben den Kapitänsgriff ausgerüstet. Wirft eine Stärke, die von einem beliebigen Slayer aufgehoben werden kann, was ihm erhöhten Schaden und Angriffsgeschwindigkeit gewährt. Ermächtigt stärkt stattdessen alle Slayer. Wäre noch die Option. Saboteursgriff. Wirft eine Mine, die nach kurzer Zeit scharf wird und danach jedem Behemoth schadet, der sie berührt. Ermächtigt verursacht mehr Schaden und kann Behemoths unterbrechen. Mit R laden wir nach. Ermächtigtes Nachladen. In der Nähe eines Behemoths nachzuladen, absorbiert etwas von dessen Energie. Also ja, man sollte, so wie sich das liest, schon mit auch mit den Repetierpistolen etwas näher am Gegner bleiben. Gut, dann haben wir hier monströse Randgebiet. Moment, wie war das jetzt noch? War das auf irgendeine Quest beschränkt oder? Auf eine Patrouille sollen wir gehen. Gut, dann machen wir das doch mal eben. Zufälliger Behemoth. Dann haben wir schon drei zur Auswahl. Habe ich ja schon gesagt, wenn man das halt zufällig macht, dann bekommt man.
ein bisschen mehr Belohnung. Also zwei Rüstungsankornite, Arkonite, Arkonite, das klingt irgendwie doof auf Deutsch. Und sechs Waffen Arkonite, also jeweils zwei mehr, als wenn wir das einzeln machen würden. Dann melde ich uns doch hier jetzt mal an. Wird das wahrscheinlich wieder so ein, zwei Minuten dauern. Und in der Zwischenzeit, was kann man denn noch mal in der Zwischenzeit so machen? Wir können noch mal gucken, was gibt es hier irgendwas? Nö. Ich kann aber auch noch mal zum... Oh, Match wurde schon gefunden. Das ging aber fix. Ja, dann wollen wir mal los. Vielleicht kann man die Teile ja irgendwie beim Waffenschmied bzw. Rüstungsschmied dann einsetzen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben die Gnäscherjagd erwischt im monströsen Randgebiet. Zusammen mit Noodles. Das kann ja nur gut werden. Ja, das sieht schon schick aus mit diesem... Ich will es mal Helm nennen, obwohl auch wenn das Teil nicht auf dem Kopf ist, sondern vom Gesicht. Ich habe gerade ein bisschen geguckt, weil das war so leise, der Sound. Ich habe mich erstmal ein bisschen lauter, also für mich habe ich es mir erstmal ein bisschen lauter gemacht. Nicht, dass ich dann wieder so ein blödes Soundproblem habe. Aber das kann eigentlich daran nicht liegen. Hier können wir noch ein paar Blümchen pflücken. Wenn wir schon hier sind. Ja, wenn ich mal wüsste, wie viel ich davon brauche. Vielleicht sollte ich mir das dann auch mal anschauen. Oder es kommt mit einer nachfolgenden Quest. Kann gut sein. Oben links sehen wir, mit Q können wir dann dieses Ding werfen. Womit wir dann Slayer Buffen V, wenn wir V drücken, haben wir die Laterne. Und ja, wo ist er denn? Ach, das sehen wir da oben auch auf der Richtungsanzeige, wo einer so ein Signal abgefeuert hat. Bin gerade am überlegen, wie kann ich denn hier jetzt nochmal den Heiltrank und Konsorten benutzen. Kann ich auch selbst einsammeln. Ja, so ist das doch schon viel besser. Da Maus zielen. Ja. Wollte mich aber trotzdem nicht treffen lassen. Na komm schon. Also der Schaden... Ich drücke immer die falsche Taste. Verdammt. Ich will immer die rechte Maustaste drücken zum Rollen. Wenn das keiner einsammeln will... Auf jeden Fall finde ich das cool, dass man mit den Pistolen auch ein bisschen nah ran muss. Sonst wäre das nämlich schon ganz schön lame. Und dann sich einfach irgendwo hinten postieren. Hast dir so gedacht, war aber nicht mit mir. Dicker. Lädt sich immer von alleine auf. Also hat im Prinzip nur einen Cooldown. Oh, das war knapp. Oh, das war nicht knapp genug.
Sammelt aber auch keiner ein. Die Frage ist auch, wo sollte ich denn am besten bei dem draufschießen? Schädigt oder trennt Behemoth-Teile ab und verursacht Bonusschaden gegen verwundete Teile. Aha, okay, gut, dass ich das jetzt auch erfahre. Wie sehe ich denn, welche Teile verwundet sind? Also ich habe schon mal gesehen, dass sein Schwanz fehlt. Aber ansonsten, ja eigentlich nur, wenn was abgebrochen ist, oder? Wie soll man das sonst erkennen? Oder ist es vielleicht das Grüne da? Moment. Ist Basisschaden. Okay. Das andere ist Teilschaden. Sollte ich vielleicht auf das Grüne zielen, weil ich da besser dran komme als die anderen? Na? Kann ich das hier noch einsammeln? Gnescher Haut, das kann ich nicht einsammeln, wie es scheint. Dann werde ich doch jetzt einfach mal... Wie packe ich denn jetzt? Nein, Herrgott. Ja, wie kann ich jetzt... wie kann ich denn jetzt die Waffen wieder wegstecken? Shift, nein. Q... Auch war das mit der Laterne und sonst C. Nein! Ach, wollte ich doch gar nicht, Mann. Das wollte ich doch gar nicht. T? Nee. T, nee. Aber da unten ist er schon. Verdammt. Wie packe ich denn die Pistolen weg? Muss ich mir mal nach dem Kampf anschauen. Ja, genau in dem Moment dasht er nach vorne und ich verfehle. Das ist natürlich Weltklasse. Hat er noch was fallen lassen? Also ich muss die Sachen auch wirklich selbst einsammeln, oder? Das heißt, ich bekomme die nicht automatisch nach dem Kampf. Sonst würde das ja absolut keinen Sinn machen, dass man die hier aufsammeln kann. Wäre jetzt meine Vermutung an der Stelle. Na komm schon. Muss mich dann noch ein bisschen auf die über die Pistolen schlau lesen, wo man da am besten mit drauf schießt. Ja, halt auf die abgetrennten Teile, aber ja, sonst irgendwas, worauf man achten sollte. So, das ist eigentlich die perfekte Entfernung. Gnescher erlegt. Verdammt, das konnte ich jetzt nicht mehr einsammeln. Doch. Habe ich bekommen. Da stand ja gerade was. Jagd erfolgreich. So muss das laufen. S+. Ich spiele nur noch mit Pistolen. Ach nein. Quatsch.
ausweichend, wenig Schaden erlitten, Schaden verursacht, ja, nie zu Boden gegangen, stand fest. Viermal Gnäscherhaut bekommen. Dann können wir jetzt auch die Quest abgeben. Bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was nach der Quest kommt. Lassen wir uns überraschen. Ja, das ist hier jetzt immer noch nach dem Kampf für ein Gruppenfoto, oder wie? So, der sieht auch schick aus. Interessante Farbwahl, muss man so zu sagen. Gut, ich kann ja jetzt trotzdem mal schauen, wo gucke ich denn hier? Einstellung, Steuerung, Tastenbelegung. Ja. Rückwärts, bla, Kamera, Sprinten, linke Shift, Mehrerangriff, Spezial, ja, Schießen, Chamber Ability, Ability nachladen, okay. Ach so, ja, 1, 2, bin ich blöd. Ziehen, wegstecken mit X. Alles klar, X. So, eine Quest können wir dann da hinten abgeben. Ich glaube, die war beim Rüstungsschmied, oder? Ich glaube schon. Ja. Perfekt. Ostischer Stolz. Du hast Großes erreicht, Slayer. Aber Wills denkt, deine Herausforderungen fangen gerade erst an. Wir sprechen uns später nochmal. Alles klar, komplett, perfekt. Bisschen XP für Waffenmeister bekommen. So, jetzt hätten wir auch schon das nächste Quest, was wir uns holen können. Nächste Quest, die ist irgendwo hier hinten. Das ist auf jeden Fall interessant. Hier waren wir ja noch gar... Obwohl, waren wir bei dir hier schon? Ich hab schon mal bei dem vorbeigeschaut, aber da hat er, glaube ich, noch nichts zu sagen gehabt, oder? Ja, hier gab es nichts. Gaius Copperwheel, doch, bei dem waren wir. Baupläne, Skarnrüstung, Baupläne, Skarnwaffen. Untersuche die Meldung über einen Skarn, welcher die Insel der Eisenfälle durchstreift. Monster der Felsen, Slayerin, schön dich wiederzusehen und danke, dass du mir dabei geholfen hast, den Klauen dieses Shrikes zu entrinnen. Nun hoffe ich, dass du mir bei einer wissenschaftlicheren Angelegenheit helfen kannst. Wie du sicher weißt, ist Aurix Zuflucht vom Kurs abgekommen, bevor du die Behemoths erledigt hast, die dort lebten. Ich glaube, dass das gleiche von Behemoths verursachte Ungleichgewicht viele andere Inseln in der Nähe von Ramsgate betrifft. Ich hoffe, dass du mir dabei helfen kannst, Daten für die Bestätigung oder Widerlegung meiner Hypothese zu sammeln. Dr. Priani hat mir von Berichten über einen Skarn auf der Insel Eisenfälle erzählt. Diese mit Steinen werfende Bestie sollte gar nicht in der Nähe dieser Insel sein. Doch trotzdem ist sie da und natürlich kommen die Eisenfälle von ihrem Kurs ab. Besiege den Skarn und komm mit deinen Erkenntnissen zu mir zurück. Gut, jetzt haben wir das nächste Monster freigeschaltet. Alles klar. Wie viel Schaden habe ich da eben gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie brauchen wir denn noch? Was? Die ermächtigten Schüsse. Ich habe immer noch 1300. Ermächtigte Schüsse. Ermächtigtes Nachladen. Ja, in der Nähe. Also in der Nähe, in der ich Maximalschaden mit den Pistolen anrichte, würde ich mal behaupten, oder? Glaube schon. Gut, springen wir hier mal runter. Nee, da scheint es ja nicht zu geben. Ich will noch mal kurz beim Schmied vorbeigucken. Ich habe jetzt gar nicht... Das hätte ich eben auch machen können. Aber erst schauen wir hier noch mal bei Waffenschmieden rein. Skarnrüstung. Sieht auf jeden Fall auch schon ganz schick aus. Was kann die denn? Widerstandsfähig, maximale Gesundheit um 50 erhöht. Auch Gesundheit verhindert, dass du betäubt wirst. 120 Sekunden Abklingzeit. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Aber wie war das? Der wirft mit Stein und die werden uns wahrscheinlich betäuben. Von daher wird die Rüstung gegen den
glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Es gibt da zwei Teile von. Heißt das, wir haben zweimal eine Abklingzeit von 120 Sekunden auf jedes der Teile? Gute Frage, nächste Frage. Ach nein, das war hier ja die Rüstungsschmiedin, ja. Meine ich ja. Das ist ja der Waffenschmied. Schauen wir hier nochmal kurz. Shrike. Oh, das sieht ja schon sehr rabiat aus. Gefällt mir. Gefällt mir definitiv. Plus 10% Teilschaden. Die haben aber... Also von der gleichen Stufe haben die alle gleichen Boni. Das finde ich, ja, weiß ich nicht. Wäre vielleicht balance-technisch auch ein bisschen schwierig, das unterschiedlich zu machen. Von daher scheint das schon so ganz okay zu sein. Gut, ich würde mal sagen, ja, das ist halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt die Quest vorgelesen habe, aber die... ja, die Aufgabe machen wir erst das nächste Mal. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Vielleicht sollte ich dann auch in dem Video das vorlesen, wenn wir auch die Quest angehen. Aber das ist vom Timing her momentan ein bisschen doof. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Wir genießen hier nochmal kurz die Aussicht. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.